Diese Geschichte von Super Mario und den Yoshis begann vor langer, langer Zeit. Ein Kurierstorch, Güterklasse 1 natürlich, fliegt in einer dunklen Nacht ohne Radarsystem dem Sonnenuntergang entgegen. In seinem Schnabel transportiert er zwei zappelnde Bündel. Ein großer Schatten knallt durch die Wolkendecke. Kaum! Im Vorbeiflug erhascht die seltsame Kreatur ein Baby und zischt damit ab. Rape! Oh je, das andere Kind ist abgestürzt und fällt mit berauschendem Tempo auf das Meer zu. Diese idyllische Insel nennt man Yoshi's Island. Ich dachte, da ist Meer. Auf dieser Insel leben die Yoshis. Einer der Yoshis unternimmt gerade einen Spaziergang und fiebt vergnügt vor sich her. Egal was fiebt heißt, ich hab keine Ahnung. Das Baby ist auf Yoshis Rücken gelandet und hat auf wundersame Weise den Aufprall ohne Verletzungen überstanden. Nimm das, Crank! Yoshi ist besser! Das ist es. Doch es ist noch etwas vom Himmel gefallen. Das sieht ja wie eine Karte aus. Wo kommt die denn auf einmal her? Yoshi rennt sofort los, um seinen Kumpels über alles zu informieren. Kamek, der Magikopa, wohnt in Bowsers Schloss. Natürlich zur Untermiete. Er war derjenige, der dem Storch das Kind geraubt hat. Kamek ist stinksauer, dass er nur ein Baby erwischt hat. Er verschickt sofort seine Diener los, um auch das zweite Baby zu entführen. Ahnungslos begibt sich Yoshi zu seinen Freunden. Doch Kameks Horde hat sich bereits aufgemacht, um das Bündel auf Yoshis Rücken zu rauben. Werden die Yoshis das Baby heil zu seinen Eltern zurückbringen können? Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt mit mir, Questmaster Ike, und euch. Es handelt sich um Super Mario World 2 oder auch genannt Yoshi's Island. Dieser Begriff ist eindeutig wesentlich geläufiger. Das ist auch ein guter Ausdruck. Aber okay, das Spiel stammt von 1995. Das ist wirklich verdammt alt. Beziehungsweise eigentlich gar nicht mal so alt. Ich glaube, Super Mario World 1 war von 91, wenn ich mich nicht irre. 4 Jahre später erst der zweite Nachfolger. Ubisoft, schneid dir mal eine Scheibe ab. Apropos Ubisoft. Deshalb kommt nämlich auch dieses Spiel hier. Denn ich habe einfach gesagt, hey, ich habe mir jetzt 300 Videos. Apropos, das ist mein 300. Video. Ich bin geil. 300 Videos, davon ca. 150 allein schon Assassin's Creed, beziehungsweise Ubisoft allgemein. Das ist wirklich extrem viel und zu viel meiner Meinung nach. Deshalb habe ich jetzt gesagt, hey, ich habe 300 Videos. Deshalb mache ich jetzt 3 neue Projekte und zwar 3-mal Nintendo. Was das sein wird, das werdet ihr in den nächsten Tagen und Wochen rausfinden. Wahrscheinlich eher Tage, weil ich das nicht so mega lang hinauszögern möchte. So, an sich haben wir jetzt das Organisatorische schon mal geklärt. Es werden jetzt 3 neue Projekte von Nintendo angefangen und die werden dann immer im Wechsel kommen. Ich kann nicht garantieren, dass das immer dann, also jeden Tag passiert. Ich lasse mir da relativ viel Zeit, je nachdem auch wie viel Zeit ich habe. Und zwar handelt es sich bei diesen 3 Spielen auch
wenigen Spiele, wo ich echt voll Bock gerade im Moment drauf habe, die zu spielen. Deshalb kommen die auch. Und die drei Spiele haben noch mehr gemeinsam als nur den Hersteller und den Publisher. Nein, es sind sogar drei Spiele mit außergewöhnlichen Grafiken für ihre Serie. Wer jetzt ein bisschen nachdenkt, der wird vielleicht dann checken, hey, das ist es. Und naja, ihr werdet es den nächsten Tag aufgelöst sehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben und dann werde ich es vielleicht bestätigen, wenn ich Bock darauf habe. Ich hoffe natürlich, dass wenn ich jetzt hier einiges an Nintendo mache, was sich großer Beliebtheit erfreut auf YouTube, dass ich dadurch auch ein paar mehr Zuschauer anlocken kann und von euch auch ein bisschen mehr Feedback bekomme. Zwar bin ich mir auch bewusst, dass diese Spiele sehr oft schon Let's Played wurden, aber scheiß drauf. Ich bin Questmaster Ike, ich mache, was ich will, ich habe jetzt 300 Videos endlich und naja, ich mache den Scheiß ja nicht, damit ich hier viele Leute bekomme. Ich freue mich natürlich, wenn da Leute zucken, aber hauptsächlich spiele ich einfach gern. Und weil wir jetzt schon beim Thema Spielen sind, fangen wir jetzt auch endlich an zu spielen. Ich hatte hier ein kleines Practice-File, um zu schauen, wie das mit den Aufnahmen aussieht. Ich kann nur mit 25 Frames aufnehmen, das packt Nintendo oder beziehungsweise Super Nintendo einfach noch nicht mehr. Das ist aber auch vollkommen ausreichend, die Videos werden auch in 480p nur erscheinen. Denn ich sehe einfach keinen Grund, warum man Yoshi's Island auf 1080p rendern sollte. Obwohl das gar nicht mal packt. Wenn ihr es ja wahrscheinlich jetzt in Vollbild anschaut, wird es aussehen wie der letzte Crap. Aber das ist halt normal, so ist halt Super Nintendo. Auf einem größeren Bildschirm wird es auch nicht besser ausschauen. Das ist halt einfach so. Ah, ihr Grafikhuren da draußen, ich freue mich so über euch. Und ich freue mich jetzt auch über dieses Spiel. Oh mein Gott. Ich dachte schon kurz, ich habe einen Grafikfehler. Oh, so viele Yoshis. Oh, ich liebe Yoshis. Die gesamte Yoshi-Familie lebt auf Yoshi's Island. Inzest! Die Yoshis sind... Hallo, ich möchte weiter drücken. Achso. Wegen des Babys, das vom Himmel gefallen ist, in heller Aufruhr. Oh, yeah, ich freue mich. Geil. Sie bemerken, dass das Baby an einen besonderen Ort gebracht werden möchte. Also entschließen die Yoshis sich dazu, einen Staffellauf zu veranstalten, um das Baby an den gewünschten Ort zu bringen. Auf geht's, Yoshis! Ein neues Abenteuer wartet auf uns! Das ist genau genommen euer erstes Abenteuer. Naja, es ist das erste Abenteuer. Yay, wir sind alle happy! Ich zögere doch noch ein bisschen. Wow, ich bin voll happy! Und jetzt kratze ich mich gleich an der Nase. Oder auch nicht. Jetzt geht's los! Ein kleines Tutorial für den Anfang natürlich. Oh, cool. Danke, dass du mich jetzt noch darauf hinweist, Spiel, dass es wirklich ein Tutorial ist. Wenn Yoshi von einem Gegner getroffen wird, verliert er Baby Mario. Und der Sternzähler beginnt, die Sterne sehr schnell zu ziehen. Echt? Naja. Steht die Zahl auf 0, erscheinen Kameks Gesellen und entführen das Baby, wie schon im Intro eigentlich gezeigt. Beeil dich also, Baby Mario zu retten. Hast du Baby Mario aus den Klauen der bösen Wichter befreit, erhöht sich der Sternzähler stufenweise, bis er wieder 10 erreicht hat. Je mehr Sterne du gefunden hast, desto mehr Zeit hast du, um Mario zurück zu erobern. Naja, das ist nicht alles. Am Ende von jedem Level gibt es natürlich auch einen kleinen Counter. Und sind wir mal ganz ehrlich, das ist, glaube ich, nicht gemeint, dass der Hintergrund hier gerade im Moment weiß ist. Beziehungsweise schwarz für mich. Naja, das findet man noch früh genug heraus. So, und diese kleinen Blöcke, naja, die werden wir später irgendwann, wenn wir die noch einsetzen. Wenn wir mal irgendwo nicht hochkommen. Aber das möchte ich gerne alles selber erklären. Deshalb gehen wir jetzt relativ schnell durch dieses Tutorial durch. Ja, wir können auch Shy Guys kacken. Und das ist die Overmap. Ich gehe jetzt hier schon mal direkt in dieses Menü rein, weil ich persönlich, die schwierigere Version in Anführungszeichen des Spiels bevorzuge, indem ich einfach die Schusstaste drücken muss. Naja, mit diesem kleinen One-Up-Dingens, bla, Sound wird bestätigt, dass gespeichert wurde. So, auf jeden Fall, wir sehen hier die Map. Und wir können da auch ganz gut durchscrollen und bis zum Ende
geht das Ganze dann weiter. Auch ihr seht dann die kleinen Farben. Natürlich, das ist ein richtiger Staffellauf. Und dementsprechend geht man durch die Level durch von 1 bis 8 in jeder Welt. Ich glaube, es gibt 5 Welten insgesamt. Und ich möchte es gerne so handhaben, dass ich mindestens 2, also eigentlich will ich maximal 2 Welten pro Episode machen. Manchmal, wenn ich extrem faile, kann es auch nur eine Welt pro Episode sein. Also nicht ganze Welt, ich meine ein Level, sorry. Ja, und das war es auch schon wieder zum Spiel. Es gibt es mittlerweile auch schon auf dem Game Boy Advance gab es, glaube ich, damals als Remake. Aber ich persönlich bevorzuge doch die Originalversion, auch wenn es im Moment emuliert ist, weil ich, naja, auf dem PC besser spielen kann. Und da wir jetzt schon zu viel gelabert haben, steigen wir endlich in das Level ein. Die erste Episode wird natürlich ein bisschen länger und weil, 1-1 Schokohügel. Verdammt, mein Hintergrund fehlt. So, jetzt klappt endlich wieder alles. Oh mein Gott, das hat aber auch jetzt lang gedauert, bis ich das wieder hinbekommen habe. Naja, ich habe zuerst mit einem anderen Emulator probiert und es hat dann Ewigkeiten gedauert, beziehungsweise bis ich das endlich mal hinbekommen habe. Und der hat mal auch einiges an Zeug geschluckt, an Sound. So, ich habe jetzt außersehen diese Blume schon eingesammelt. Ich war so hysterisch, weil ich jetzt endlich mal weiterspielen wollte. Ah, oh, immer diese neuen Let's Plays. Dang it! Auf jeden Fall, es gibt 5 Blumen in jedem Level und die versuchen wir zu bekommen. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, was ich alles bisher gesagt habe, weil ich habe nämlich schon mal gespielt und dann habe ich am Ende der Episode gemerkt, oh shit, das kann ich überhaupt nicht verwerten. Da hört sich alles Crap an. Dementsprechend gehe ich jetzt darauf ein. In jeder Runde gibt es auch 20 rote Münzen. Das ist ähnlich wie in Super Mario 64 und so weiter mit den roten Münzen. Allerdings gibt es hier keinen extra Stern. Es gibt nur zusätzlich Punkte. Und zwar, wenn man jetzt mal hier genau anguckt, die sind nämlich ähnlich wie die anderen Münzen, nur sie sind ein kleines bisschen dunkler. Ja, du scheiß Schalke, dich habe ich absichtlich abhauen lassen. Gut, man kann sie ein bisschen erkennen, sie sind ein kleines bisschen dunkler. Wenn man das lang genug gespielt hat, sieht man das auch. Shit, ich weiß, dass ihr da unten seid. Ich weiß, dass ihr da unten seid. Gegner kann man natürlich mit Eiern schön abknallen oder man nimmt einfach sich irgendeinen Gegner in die Fresse und schießt sie auf sich oder gegenseitig ab. Gut, man kann natürlich wie immer in Röhren reingehen und was sagt uns diese kleine Box? Dieser runde Klotz kann dir sehr behilflich sein. Schiebe ihn an, damit er losrollt und die Gegner plättet. Wenn er steht, kannst du darauf stehen und langsam vorrollen lassen. Ja, ich weiß, das kann ich. Und zwar ungefähr so. Aber ich möchte auch noch hier etwas machen. Shy Guys tragen gerne mal Sachen, so wie ich den vorhin da aus Versehen abhauen gelassen habe. Und hier ist eine rote Münze. Ich dachte zwar nicht, dass das eine ist. Aber okay. Ah! Na. Okay. Wie ihr jetzt gesehen habt, die Eiern tun sich auch immer wieder verfärben. Und zwar von grün auf gelb und dann am Ende auf rot. Was? Das könnte ich jetzt am besten mit einem von denen hier zeigen. Grün, gelb, rot. So, und warum ich mir die roten hier aufbewahre, das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn rote Eier sind so ziemlich das Beste, was ihr haben könnt. Das zeige ich euch dann am besten in diesem Scheiger da drüben. Rote Eier, wenn die nämlich an einen Gegner zerplatzen, so wie der hier jetzt, dann werden daraus Sternchen. Sternchen sind... Oh, shit! Sternchen sind ganz wichtig, denn die werden auch am Ende zu eurem Score dazugezählt und zählen für jeden Stern 1. Das heißt, am Ende bekommt ihr davon 30 Stück, denn maximal könnt ihr 30 tragen. Und die Blumen bringen jeweils 10, das heißt, die bringen insgesamt 50 und die roten Münzen bringen auch jeweils 1. Dadurch kommt man dann am Ende auf 100 Punkte und das wird euch dann ganz am Ende gezeigt,
von der Episode, wenn man durchs Ziel geht, mit den einzelnen Punkten. Wenn man alle Blumen hat, wurde vorhin erklärt, bekommt man ein Leben. Stirb! Dann bekommt man ein Leben. Und, naja, die Punkte hier, die sind nur dazu notwendig, damit wir mehr Zeit haben, später Baby Mario wiederzubekommen. Ein Blümchen wächst hier. Yay! Und, naja, dich Piranha-Pflanze, dich lass mal leben heute. Denn wir brauchen nämlich unser... Oh, shit. Ei nehme ich für das da oben. Dich hole ich gleich. Ah, man kann auch Münzen essen. Ja, okay, gut. Aber nur Münzen, die auf dem Boden liegen. Münzen, die in der Luft schweben, wie die meisten. Die kann man nicht bekommen. Ja, man kann auch die Blumen einsammeln, indem man sie mit Eiern abschießt. Das geht mit den meisten Items hier im Spiel. Denn Eier sind wirklich so ziemlich das Allround. Deshalb heißt dieses Level auch auf Englisch Make Eggs und Throw Eggs. Nicht so wie hier Schokohügel. Und dieser Sound, der sagt, dass wir alle roten Münzen in diesem Level gesammelt haben. Und wenn wir jetzt nicht getroffen werden, dann kann ich euch alles zeigen, was am Ende zur Punkteskala hinzuzählt. Wie erwähnt, es gibt maximal 100 Punkte. Und dementsprechend gehen wir jetzt ins Ziel. Das ist ein Ziel, das ist der Zielboden, da kann nichts passieren. Deshalb gehen wir jetzt ins Ziel. Wenn dieses Roulette auf einem der Blumen stehen bleibt, dann können wir noch ein kleines Minigame machen. Ganz witzig, für jede Welt eins. Dementsprechend kann es dann weitergehen. So, hier sehen wir den Highscore. Es, wie vorhin erwähnt, für jeden Stern gibt es einen Punkt, für jede Münze gibt es einen Punkt und für jede Blume 10 Punkte. Am Ende gibt es nämlich dann insgesamt 100 Punkte und das ist der maximale Score, den ihr in einem Level bekommen könnt. Und wenn ihr in jedem Level einer Welt 100 Punkte habt, dann werden nochmal zwei Boni-Level freigeschaltet. Eines davon ist immer das Minigame in dieser Welt, das andere ist eine Bonuswelt. Aber das sehen wir dann ganz am Ende von diesem Let's Play, denn da mache ich erst die ganzen Boni-Level. Fürs Erste reicht das jetzt erstmal hier, nicht in diesem Let's Play, sondern in dieser einen Welt. Beziehungsweise diesem einen Level, ich muss das mal differenzieren. Ich weiß, mein Kommentar ist jetzt gerade im Moment noch nicht so hyper. Das liegt daran, dass ich einfach schon lange nichts anderes mehr gemacht habe außer Assassin's Creed. Und auch generell 2 Wochen jetzt schon nichts mehr Let's Play habe. Damit die Episode jetzt nicht so mega lang wird, gehen wir direkt in das zweite Level der ersten Welt. Gott. 1, 2. Bombola. Keine Ahnung, was das wirklich bedeuten soll. Aber ich mag einfach dieses Spiel. Es ist einfach cool, dass man jedem Level ein anderes Yoshi reitet bzw. spielt. Und der Hintergrund ist auch einfach ganz anders. Generell, es gab nie wieder bei Nintendo, gab es dann diese Aufmachung an Game hier. Meine ich so mit Hintergrund hier die Blümchen, der Hintergrund. Es ist alles einfach schön einfach. Und deshalb habe ich mir auch das zu dieser Dreier-Serie ausgesucht, weil es einfach ein bisschen anders ausschaut als alles... Oh, shit! Als alles andere Bekannte bisher. Oh, wow, 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 wow. Der soll... Oh, wow, der sollte einem nicht berühren. Denn dann fällt man nämlich ganz tief runter, man wird mit ihm runtergerissen und wenn man natürlich wie in allen anderen Plattform-Games irgendwo runterfällt, tja, dann hast du es verkackt. Dann ist das Spiel rum und du verlierst ein Leben. Na, dich wollte ich eigentlich auf den anderen Shy Guy, aber natürlich kriegen wir dann ein Sternchen, wenn wir dich in die Wolke hineinwerfen. Ihr könnt mir gerne dann am Ende des Videos auch sagen, oder auch meinetwegen jetzt, unten könnt ihr auch reinschreiben, was ihr davon haltet, was ihr auch generell von der Idee haltet. Hey, ich nehme jetzt endlich mal 3 neue Nintendo-Spiele auf. Oh, das war etwas, was ich mir eigentlich fürs später aufheben wollte. Dass ich mal wieder 3 Nintendo-Games mache. Wow. Fuck, yeah. Das war richtig cool. Damit ich endlich mal wieder 3 Nintendo-Games mache. Weil das ist echt schon lange her und Nintendo ist echt cool. Bam. Pink ist zwar jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe,
Aber es ist ziemlich cool und ihr müsst endlich mal auf den Hintergrund achten. Dadurch kommt erst das Ganze des Spiels zum Tragen. Der Hintergrund ändert sich nämlich auch in jeder Welt und meistens auch, wenn ihr den Bildschirm irgendwo wechselt. Da ändert sich einiges. So, diese Sternkreise, das sind sogenannte Save Points. Da, wenn er mal stirbt oder ein Leben verliert, kommt er da wieder raus. Das ist eigentlich ganz cool. Dadurch müsst ihr dann das ganze Level wieder starten, so wie in Super Mario manchmal. Aber da gibt es auch meistens irgendwelche Zwischenspeicherpunkte. Worüber kann man denn noch? Das hier sieht richtig cool aus. Da kann Yoshi richtig fett rennen. So wie ungefähr in der einen Naruto-Folge, wo es einfach richtig hart schlecht gezeichnet war alles. Ich weiß nicht, was da beim Pain Fight abging, dass das so schlecht laufen muss. Aber wir sind hier bei Super Mario World 2. Ein weiteres Feature dieses Games ist, dass man sich immer wieder in komische Sachen verwandeln kann. Ich weiß zwar nicht, seit wann Yoshi diese Fähigkeit besitzt, aber naja, in diesem Spiel besitzt es diese. Warum ist das nicht in Super Smash Bros. Brawl kann oder Super Smash Bros. Irgendwo? Das ist, naja, das ist cool. Und an sich gibt es mehrere verschiedene Versionen. Das hier ist jetzt zum Beispiel der Helikopter. Dadurch können wir eine gewisse Zeit lang, hier kommt das Zeitlimit, können wir durch die Luft schweben. Und können alles mögliche machen. Wenn wir irgendwo getroffen werden, verlieren wir Baby Yoshi nicht, weil es wird ja dann diese Blase hier platziert. Nein, wir fallen einfach senkrecht runter und das kostet uns einiges an Zeit. Was sehr schlecht ist, weil das halt einfach hier alles auf Zeit geht. Da sollte dann möglichst nicht da reinrennen, weil das ist eine Sau. Ja. Sackgasse. Aber wir wollen... Nein! Dammit! Ich bin leider da auf etwas draufgefallen. Das ist nämlich der Checkpoint, wo ihr nämlich immer hin müsst mit euren Maschinen, damit das Ganze dann auch beendet wird. Aber ich wollte hier oben eigentlich rein, denn hier sind nämlich noch 3 rote Münzen, die wir unbedingt brauchen. Und jetzt erst möchte ich an dieses Ding dran. Ja, das war viel zu früh. Das Spiel hat mir einiges weggenommen, was ich eigentlich noch nicht wollte. Uns fehlen noch 3 Stück. Keine Ahnung, wo die sind. Ich hoffe, die sind jetzt nicht da noch in diesem Helikopter. Ah, ne, die sind hier. Und hier sind wir nämlich noch... Oh, das war die Blume. Das war die letzte Blume. So, und dich. So, und schon haben wir alles komplett. Wenn wir jetzt nicht mehr getroffen werden, bis ins Ziel hinein, dann klappt doch das perfekt. Dann haben wir schon die ersten 2 Level hier 100% durch. Und ich muss sie nicht replayen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal in einem Level am Ende noch getroffen werde, das kann immer mal passieren und das, ich glaube, das wird auch passieren, dann mache ich oder höre ich nicht einfach auf, beziehungsweise tue ich nicht jedes Level replayen, bis ich es 100% habe. Ich möchte euch gerne alle Blumen zeigen, alle roten Münzen, aber mehr auch nicht. Auf die Sternpunkte kommt es am Ende einfach nicht mehr an. Und damit möchte ich auch die erste Folge des neuen Let's Play Super Mario World 2 Yoshi's Island beenden. Sagt mir bitte, was ihr davon haltet. Wenn es euch gefällt, haut den Like-Button. Dadurch sehe ich auch einfach, dass es euch gefällt. Und wenn es euch wirklich richtig gut gefällt und ihr mehr von mir sehen wollt, dann könnt ihr auch natürlich auf den Abonnieren-Button drücken. Jetzt starten wir noch das kleine Roulette. Ich hoffe, jetzt kommt kein Minigame, weil eigentlich wollte ich jetzt die Folge schon beenden. Dann, dammit! Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge! Eigentlich könnte ich hier noch weitermachen. Ja, wir haben 100% in dieser Episode. Und damit haben wir einen schönen Abschluss für diese Episode. Ich weiß, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hasse es. Auf jeden Fall, schaut euch jetzt das Video bis zum Ende an, denn da habe ich mir ein bisschen was Neues überlegt. Bis dann. Ciao.